herzlich willkommen. Jeder Einzelne, der das jetzt sieht, ist herzlich willkommen. Einmal real und unreal, also online. Werbung. Wir machen heute mal Werbung für uns selbst. Fronauer Kopierstudio, haftungsbeschränkt hier in der Stadt Essen, Nordrhein-Westfalen, an der A40. Produzieren wir, stellen her, kopieren alles. Jeden Realkunden sagen wir, sie sind in einem Smartphone. Ja, in einem Smartphone. Jeder kann sich jetzt vorstellen, was ein Smartphone ist. Genau. Bilder machen für Ausweis, Bewerbung, Überspielung, Aufzeichnungen, wie im Handy auch. Wir können auch Slow Motion, also wir können richtig produzieren. Wir sind eine richtige Foto- und Filmproduktion. Wir haben natürlich auch mit diesen fetten Firmen zu tun, richtig. Auch mit Filmpool, mit komparsen.de. Hier sind hochrangige Schauspieler, weniger bekannte Schauspieler. Hier sind hochrangige Kunden, weniger hochrangige Kunden. Für jeden wird das hier gemacht. Hier werden die Wünsche erfüllt, die man braucht. Von der Wiege bis zur Bahre brauchen wir Formulare. Sogar das letzte Formular wird von einem Fremden unterschrieben, aber meistens auch hier kopiert. Jeder braucht eine Kopie von seinen Formularen auf Ausweise und so weiter. Man braucht Bilder für Ausweise und so weiter. Wir sind Industrie 4.0, deswegen mache ich jetzt mal so eine Online-Werbung, kurz und knapp. Ich lasse hier einige Bilder einfließen. Kopien aller Art, leider nur von A5 bis A3. Und solche schönen Sachen werden nur in den großen Haupthäusern gemacht. Sticken oder drauf auf dieses T-Shirt. Ihr wisst schon, T-Shirt-Bearbeitung wird halt nicht mehr hier gemacht. Das war alles mal. Hier wird jetzt nur noch online gemacht. Hier machen wir Sendungen wie Star Wars Locker vom Hocker, auch andere Sendungen, die aber nicht gezeigt werden dürfen, weil diese Sendungen gehören anderen. Oder aber wir nehmen hier Leute auf, die DC-Fans sind, Marvel-Fans sind oder Star Wars-Fans sind. Ja, die kommen in ihren Kleidungen und wenn wir die dann auch nutzen dürfen, würde das hier auch gezeigt werden. Meistens aber nicht. So, wir machen Überspielungen, Aufzeichnung, Super 8, Normal 8 aus der uralten Zeit der 60er. 70er Jahre. Ich hatte auch welche, die schon 16 mm oder 35 mm. Das ist ein bisschen teuer, weil wir scannen. Wir überspielen es nicht, wir machen es nicht wie vor 100 Jahren auf einer Leinwand dann irgendwie abfotografieren oder abfilmen. Nein, nein. Wir haben die hochmodernsten Geräte. Bild für Bild wird gescannt, gesäubert und dann übertragen und dann kann man seine uralte Aufnahme. Na, ich hatte ja wirklich Filmemacher, die wirklich alte Schätzchen aus wirklich. Ich konnte Inka sehen, ich konnte alles live sehen, wo die waren, in Afrika, in Tunesien und so weiter, wo so Filmemacher damals in den 50er, 60er waren und gedreht haben. In Ton geht nicht, weil Tonscanning, das machen andere, das kostet richtig Geld, das müssen wir dann weiterleiten, aber das kann ja heute jeder selbst. So, wir bieten also an, Kopien aller Art von A5 bis A3, scannen, einscannen in PDF, in JPEG und so weiter, in TIFF. Also alles, was man heute machen kann, alles, was man mit einem Smartphone machen kann, kann man hier machen. Dass ich immer nach draußen schaue, ist klar. Ihr wisst, zwischendurch kommen Realkunden und dann mache ich aus. Es ist zwar alles Video überwacht, es ist richtig, überall sind Kameras, aber bei den Dreharbeiten, die gemacht werden, da ist kein Zuschauer bei, der nicht will, dass er da aufgezeichnet würde. So, wir zeichnen also auf, wir überspielen. Wir haben Schauspieler, wir haben, sagen wir mal so, wir haben Künstler aus allen Sparten und wir haben Bürger aus allen Sparten. Und für alle Bürger und für alle Künstler stehen wir zur Verfügung in der Aufzeichnung, in der Überspielung, Kopien und so weiter. Das Schöne ist immer, wir haben auch PC-Straße, also eine richtig schöne lange PC-Straße mit guten digitalen Druckern, die bis zu 640 mal 1200 DPI arbeiten, 64 Bit und wie gesagt in Farbe und in Schwarz-Weiß. Ja, das kann genutzt werden. Viele machen ja mit diesem Patching, ne? Wir können es dann hier ausdrucken auf spezielles Papier. Dann kann man das zu Hause patchen, ne? Einwirken lassen und dann abrubbeln. Also alles machbar hier. Das ist eine reine kreative Geschichte hier. Mache auch zum ersten Mal Werbung. Weil an sich muss ich keine Werbung machen, weil dieses hier besteht seit 60 Jahren. Seit 60 Jahren besteht das hier. Es ist an sich Kult, ist auch kultig gestaltet. Man sieht ja im Hintergrund auch Star Wars.
Star Wars, da haben wir an sich nichts mit zu tun mehr. Meine eine hatte 30 Jahre damit zu tun, aber jetzt nicht mehr. Seitdem es Walt Disney gehört, nichts mehr mit zu tun, aber wir machen dennoch eine eigene, weil wir uns zu Star Wars hingezogen fühlen, machen wir halt die Sendung Star Wars Locker vom Hocker und haben auch hier die Gruppe 100% begeisterte A bis Z von Star Wars bei Facebook. Also wir haben eine schöne Geschichte hier. Wir versuchen auch jedem zu helfen. Wir haben altes, sehr altes Klientel, wir haben sehr junges, noch jüngeres Klientel. Und für alle haben wir das hier so gemacht. Natürlich ist das urig gestaltet, das ist richtig. Das soll so eine Art Tante Emma sein, so wie früher. Man soll sich, wenn man sich hier aufhört, also wir hatten hier Ärzte, die brauchten 10.000 Kopien. Und das geht man nicht mal eben so. Ja? Also, dann haben wir da extra eine Ruheecke. Da haben wir ihm, dem Arzt, halt YouTube übermittelt. Und der konnte sich dann seine Sachen von YouTube anschauen und so weiter. Wir hatten also sehr viele Ärzte von der Universität hier der Stadt Essen, ja? Und also Universitätsklinik, Uniklinik, die wir hier haben, die große, ja, wir hatten alles hier. Ja? Wir hatten auch schon Staatsanwälte hier, wir hatten Rechtsanwälte hier, wir hatten auch politische Größen hier, die FDP war mal hier zugegen, die SPD war mal zugegen, aber die kleineren, nicht die größeren, das ist klar. Okay, Hannelore Kraft war eine Größe, hat auch unheimlich viel Spaß gemacht mit Hannelore Kraft, aber naja, gibt's nicht mehr. So, aber wir sind halt eine Produktionsstätte, hier wird produziert, hier wird gearbeitet, umgelenkt, Industrie 4.0. Die Online-Zuschauer, die durch Zufall jetzt diese Werbung gesehen haben, man muss hier nicht extra vorbeikommen. Ihr werdet sicherlich irgend sowas haben. Natürlich nicht sowas Uriges mit so viel, was wir hier haben. Wie gesagt, wir haben Studios, wir haben Green Room, Blue Room, wir haben Aufzeichnungen, wir haben Fotostudio, wir haben dieses Copyhaus, wir haben das Medienhaus, wir haben unsere Sendungen. Und wie gesagt, das Copyhaus, da sagt das Wort ja, kopieren, gestalten und so weiter und so fort. Ja, wir haben viele Arbeitsplätze, wo dran gearbeitet werden kann. Ihr merkt schon, was soll ich da an Werbung an sich, nur was für Realkunde eben hier reinhuschen. Solltet ihr mal in der Nähe sein, ey, da ist doch irgendwas, ich brauche das. Also wenn der Drucker nicht will, wenn der Scanner nicht will, wenn der Fotoapparat nicht will, wenn das Handy nicht will, hier geht alles. Hier geht alles, was ein Smartphone kann. Android, WhatsAppen, Facebooken, YouTuben. Scannen, aufzeichnen, umspielen. Ich habe viele, die ihre Musik umspielen müssen, die ihre Bilder umspielen müssen. Alles machbar. Man setzt sich dahin an einen Computer und arbeitet. Und die Preise sind moderat. 20 Cent, 15 Cent, 5 Cent. Eine ganze Stunde an einem PC arbeiten, 3 Euro. Noch günstiger geht's nicht. Keine Zusätze, hier geht alles. Ihr könnt Kleber nutzen, ihr könnt alles benutzen, alles in den Preis ab 20 Cent drin. Wenn ihr einen Brief schreiben müsst, schreibt einen Brief. Habt dann ausgedruckt, kostet 20 Cent. Druckt da ganz viel aus, kostet nur 5 Cent. Tiefer geht nicht. Leider nicht, weil alles gemietet ist, klar. In der heutigen Zeit ein Kind, der reparieren kann, da ist der Reparateur so teuer, da kann ich auch direkt das Gerät kaufen. Ist halt so. Ne? Ich würde mich also freuen, das ist meine Werbung für den Frohnauser Kopierstudio UG Haftungsbeschränkt, steht alles bei Google. Googelt einfach. Meiner einer ist der AWR Movie, in Star Wars ist er der AWR Solo. Also meiner einer führt das Ganze, betreut das Ganze und hilft natürlich jedem. So, jetzt ist Sommer. Da war meistens so viel los, dass ich gar nichts hätte machen können. Aber heute ist halt mal ein Tag, wo ich mir die Zeit genommen habe, um diese Werbung auf den Weg zu bringen. Also, vorbeikommen, reinkommen, hallo und machen Kopien. Die Kunden sind zwar auch der Meinung, dass wir an sich keine Werbung machen brauchen, weil wir sind das modernste Fachgeschäft hier weit und breit, was wir alles anbieten. Ne? Wir sind also wirklich total vernetzt. Ne? Gerade sagte mir meine elektronische Uhr, dass bei Facebook jemand etwas kommentiert hat. Dann schaue ich mir das mal eben an. Ich habe jetzt leider in die Kamera geschaut, nicht zu lange auf diese Uhr. Also diese Uhr ist auch ferngesteuert. Ich höre und sehe alles, egal wo ich hingehe. Wie gesagt, ist irgendwas kommentiert worden. Müsste ich gucken.
wer da was kommentiert hat. Egal. Also wie gesagt, wir sind online verbunden, wir sind mit den großen Größen verbunden, wir sind mit Politik und Wirtschaft verbunden, wir hören uns das an, wir lesen es, wir kommentieren es und wie gesagt, wir drehen, wir arbeiten. Ich begrüße auf dem Weg alle anderen, die durch Zufall dieses sehen, die Musiker, die Schauspieler am Norddeich, im ZDF, ARD, WDR, wo ihr überall arbeitet oder gearbeitet hat, aus Tathaus, aus Cobra 11, aus Stromberg. Das waren alles so schöne Sachen. Meiner einer kam vom Tathaus, aber sehr lange her, und Stahlnetz ist noch länger her. Heute, wie gesagt, wird alles produziert, gemacht, hergestellt. Wie gesagt, musste ja gerade unterbrechen, weil sehr viele Kunden da waren. Wir haben auch sehr viel gesprochen, weil leider auch sehr viele Musiker leider ausgezogen sind von hier. Und auch ein paar andere Kunden sind ausgezogen, sind weitergezogen. Ist klar, Musiker brauchen einen gewissen Raum. Da kriegt man hier nicht mal eben also angeboten, wo ein Flügel drin steht oder ein Kontrabass. Ist klar. Also Roy und Dinge sind leider nicht mehr da. Wenn ich Zeit habe, blende ich die da auch ein. Wie gesagt, Musiker sind hier, Schauspieler sind hier, Bürger sind hier. Ja, wir haben so viel Spaß. So viel Freude auch. International, wohlgemerkt international. Ich kann jetzt hier nicht alle Sprachen, das klappt nicht. Weil ich hatte gerade Italiano, das ging ja gerade noch. Ja, Englisch geht auch, richtig, Französisch geht auch, aber alles was drüber ist, ja, ihr wisst schon, Türkisch, Russisch, Polnisch, Bulgarisch und vor allen Dingen Irakisch, Iranisch, das kann ich leider nicht. Ich kann auch da nicht helfen, ich kann da keine Schriftzüge verändern, ich kann also nur das Normale machen. Ich kann auch nur das Normale kopieren. Unsere Schreibstube kann leider nicht auswärtig irgendwie schreiben. Unsere Schreibstube kann halt nur Deutsch schreiben und so weiter. Hier wird 100% das Datenschutz eingehalten etc. Hier ist alles unter Verschluss. Hier wird alles gelöscht, so gut wie es geht. Und dann auch zigmal gelöscht und so weiter. So. Die Figuren wurden ein bisschen eingestellt, die hatten wir ja lange Zeit. Star Wars bleibt, aber wie gesagt, Star Wars wird nur eingekauft für die Sendung und dann irgendwann angeboten, dann kann man die dann kaufen. Wie gesagt, wir arbeiten ja auch an den Falken, bis zur Tüte 29 haben wir schon. Ich habe jetzt auch mit D'Agostini mich unterhalten, ob die nicht bereit sind, 4 Tüten im Monat zu schicken oder so. Müssen wir mal gucken, ob sie es machen. Also wie gesagt, eine Tüte ist gekommen. Wir haben jetzt an 29 Tüten. Ich warte jetzt auf die 30. Ja, wenn die neue Woche anfängt, ist ja dann schon Juli. Und sollte da eine neue Tüte oder sogar 4 Tüten kommen, dann wissen wir ja Bescheid. Wir brauchen 100 Tüten. Das gute Stück kostet 1200 Euro. 1200 Euro jetzt sofort auf den Tisch. Nee, wir haben gesagt, komm, wir ziehen das in die Länge. Wir machen eine schöne Sendung daraus. Wir beginnen mit den Falken zu bauen. Darüber werden wir auch eine Sendung machen. Wir bauen den Falken. Kann ziemlich lange dauern. Wird zwar auch nicht so gesehen werden. Also noch einmal. Wir haben nicht so viele Klicks. Wir haben nicht so viele Zuschauer. Weil unsere Zuschauer ab 30, 40, 55 plus sich weder in YouTube auskennen, weder in Facebook auskennen. Also unsere Kunden kennen das nicht so. Wir haben auch 80, 90-Jährige. Die würden gern, aber das ist denen doch ein bisschen zu komplex, das Ganze. Sogar hier kann man ja auch seine Telefone scharf schalten lassen, da haben wir extra die Kamera für, wir haben das zum Sprechen. Also hier geht ja alles. Ihr seid hier in einem Smartphone. Hier geht alles. Alles. Faxen, scannen, wir machen sogar Bücher, ja, Ringbuch, die Masterarbeiten, DVDs, CDs, überspielen, aufzeichnen, ja, alles. Hier geht alles. Hier geht alles. Sollte mal in der Nähe sein, irgendwas ist kaputt, kommt rein, wir helfen. Wir helfen. Ja? Aber extra vorbeikommen müsst ihr nicht in eurem. Ich hatte welche aus Leverkusen, ich hatte von überall her. Das muss nicht sein, das ist zu weit. Ne? Wir machen ja eine Menge, aber das muss nicht sein. Ne? Ja, das war die Werbung. Das war die Werbung. Ich musste gerade rauskommen, ich wusste nicht, ob er reinkommt oder nicht reinkommt. Die etwas Älteren kommen damit nicht klar, die wissen halt nicht, was das ist. Ne? So, Super 8 Überspielung, Normal 8 Überspielung, die kosten pro Meter 35 Cent. Und eine normale Überspielung, VHS, High 8, Super 8 und so weiter, kostet einen Zehner. Ob nur eine Minute drauf oder 4 Stunden.
bis zu 4 Stunden können wir eine DVD machen, wir können auch Blu-ray machen, aber der Preis ist doch dann etwas höher und da ist ja keiner bereit zu zahlen. Ihr wollt ja alles umsonst haben, umsonst geht nicht. Leider muss etwas bezahlt werden, ab 20 Cent, 15 Cent, 10 Cent, 5 Cent im Copy-Bereich, ab 10 Euro im Medienbereich, so einen fetten Raum mieten kostet, man kann da nicht 12 Stunden drehen wie Mädchen ohne Hände, Grimms Märchen 49, das geht nicht, kann nicht sein, dass wir nachher 800 Euro drauflegen wegen Strom, nee, das geht nicht, also da müssen wir uns schon drüber unterhalten, also Filmstudio, Fotostudio mieten, meine Freunde, das kostet Geld, da müssen wir uns drüber unterhalten, alles andere geht so. Also das war meine Werbung für den Frohnauser Kopierstudio an der A40 Richtung Stadt Essen, Nordrhein-Westfalen. Googeln, 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 seht alles, hört alles, geht bei YouTube gucken, guckt bei Facebook, guckt bei Instagram, dann wisst ihr Bescheid. Ne? Ja, auch bei Instagram sind wir vertreten. Ja. Leider mussten wir das Handy wechseln. Dadurch wurde von diesen 1200 Follows sind jetzt nur noch 276, weil das ist neu. Ne? Wisst ihr Bescheid. Okay, das war's. Ich wünsche euch was. So, der ältere Herr ist doch reingekommen. Er hatte sich die Werbung angesehen. Ja, wir überspielen von Hi8 DC, DC, VS, C, Hi8, Super 8, Normal 8, diese Bänder. Ja, wie gesagt, wenn die älteren Herrschaften reinkommen zwischen 80 und 90, da muss man immer hinhören, was meinen die jetzt. Also das hier überspielen wir, Hi8 DC VHS Kassetten, ja, das kostet einen Zehner, einfach pro Kassette einen Zehner, weil das ist die Arbeit, da kommt eine DVD, eine gute TV-Qualität, wird aufgezeichnet und dann überspielt und das kann man dann sich zu Hause anschauen. So, und die uralten Schätzkes, die N8, Super 8, ihr wisst, diese runden Dinger, die kosten dann 35 Cent pro Meter, weil wir scannen Bild für Bild, wir zeichnen nicht auf, wir haben also keine Kamera da und nee, wir haben perfekt, dann werden die, also die werden mit 60p aufgezeichnet in High Qualität, also in Full HD 60p aufgezeichnet und dann werden die natürlich auf der Timeline auf 18 Bilder pro Sekunde wieder zurückgefahren, na, damit die rennen ja dann, ja, bei 60 Bilder pro Sekunde fitschen die ja da, nein, nein. Ist klar, also so ein 3-Minuten-Band, bitte, geht alles automatisch hier. Ich habe jetzt eine SMS bekommen mit einem Foto um 11.02 Uhr. Das Foto schaue ich mir gleich an. Ich finde das toll, hier ist wie gesagt die totale Vernetzung. Es macht tierisch viel Spaß, egal wo ich bin, kriege ich eine Information. Wer, wie, wo, was. Wie gesagt, jetzt ist gerade ein Bild gesendet worden, das ich mir jetzt gleich anschaue. Ja. Wir haben die modernsten Datenträger, wir arbeiten mit den modernsten Datenträger und wir können auch auf die uralten Datenträger wieder zurückgreifen oder auch machen, ist kein Thema. Okay, Disketten geht jetzt im Moment nicht mehr, weil das Gerät, wo wir mit den Disketten arbeiten konnten, nimmt hochmodernen Windows nicht an. Nur Windows 95, 98, könnt ihr euch vorstellen, wie alt das Gerät ist. Aber in den alten Geräten waren ja die Disketten nun mal drin. Ne? Okay, 5,1 Viertel Zoll, das war hart an der Grenze. 3,1 Viertel, wisst ihr ja, das ist okay. 3,5 Zoll. 3,5 Zoll, 4,1 Viertel Zoll. Die uralten Schätzkes ist C64. Hallo, alles können wir auch nicht. Wir machen ja schon eine Menge LP, Singles-Überspielungen, Kassetten-Überspielungen, Aufzeichnungen. Also hier geht alles. Kommt vorbei. Denkt einfach dran, das ist ein Smartphone. Was ein Smartphone kann, können wir hier machen, real. Wenn das Ding mal nicht will, könnt ihr auch telefonieren, ist kein Thema, ist auch da. Ihr wisst Bescheid. Eine bessere Werbung kann ich nicht machen, wie Frohnauser Kopierstudio, Haftungsbeschränkung und draußen die Kehrmaschine. Also, das ist die beste Werbung, die ich je in meinem Leben gemacht habe hier. Egal, an sich brauche ich keine Werbung. Mein Laden hier seit 60 Jahren ist das bekannt, also ich brauche an sich gar keine Werbung machen. Aber ich mache jetzt Werbung, die läuft jetzt bei Facebook, die läuft jetzt bei WhatsApp, die läuft jetzt bei Instagram. Ja, also, ne, denkt dran. Überall läuft jetzt die Werbung. Ja, an sich brauche ich keine machen, aber hab's so gemacht. Okay.